Genau, ich habe ja gestern schon die ein oder andere Frage bekommen zum Thema heute. Natürlich bin ich wie immer flexibel, was das Thema angeht. Der Jan hat mich gebeten, nochmal hier den Mittagstisch zu übernehmen, gerade auch im Hinblick darauf, dass er im Urlaub ist und das, wo es letzte Mal ganz gut ankam. Sascha Emser, Peace geht raus. Genau, ich habe gestern eine Frage bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt nochmal hier aufrufen kann. Ich weiß es nicht genau. Falls der Kollege, der gestern diese spannende Frage gestellt hat, wie lange es Sinn macht, bis zu welcher Wassertemperatur, so war die Frage, im Strom zu angeln. Damit würde ich jetzt mal anfangen und gerne könnt ihr natürlich andere Fragen hier in die Kommentare hauen. Also, die Frage war, wie lange macht es Sinn, im Strom zu angeln? Bis zu welcher Wassertemperatur? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ne? Also, ich kann mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter ausholen und einfach mal so von meinen Erfahrungen berichten. Als ich zum Beispiel im Raum Mannheim, also so, ja, ist ja schon Oberrhein. Ich weiß gar nicht, ab wo ist es Mittelrhein und Oberrhein? Egal. Oberrhein. Als ich dort am Strom geangelt habe, war es meistens so, dass die Jahreszeiten immer so recht klassisch waren. Also entweder ging das so, wenn das Hochwasser vorbei war im Frühjahr, ging das meistens mal ganz gut. Auch wenn so ein Frühjahrshochwasser kam, da war es meistens ganz gut im Strom, aber auch in den Verbindungsgewässern. So ein bisschen so gewesen, wie wenn sich da die Fische so ein bisschen aufteilen. Und jetzt konkret für Spätjahr, da war natürlich immer so die beste Zeit. Ende August, September war immer sehr gut, bis in den Oktober, Ende Oktober hinein. Was aber natürlich nicht bedeuten soll, dass später nichts mehr geht, ne? Also man darf nicht unterschätzen, so ein Gewässer wie der Rhein, der sieht immer gewaltig und reißend aus. Und gerade durch dieses klare Wasser, was er in den letzten 2 Jahrzehnten auch bekommen hat, bei Normalwasserstand, weil der Fluss halt immer sauberer geworden ist, darf man trotzdem nicht vergessen, wie viel dort reinfließt und in welcher geografischen Lage natürlich dieser Fluss fließt. Das bedeutet, dass der Fluss oft wärmer ist, als man denkt, ne? Also selbst wenn irgendwelche Baggerseen bei mir manchmal dann noch 6, 7 Grad hatten, war der Fluss manchmal noch bei 8, 9 Grad, ne? Weil da halt über die Länge des Flusses halt so viel Zeug reinfließt, natürlich auch industrieller Natur gesehen, dass das Ding meistens gar nicht so kalt ist, wie man denkt. So, und das ist nämlich auch genau so ein Punkt. Oft hängt es auch viel vom Wasserstand ab. Also habe ich einen relativ konstanten, niedrigen, normalen Wasserstand, kann man im Strom auch immer Fische fangen, auch bei leicht erhöhtem Wasserstand. Ne? Es ist ja nicht umsonst so, dass viele Angler, Welsangler, Zanderangler und so weiter, gerade bei diesen leicht erhöhten Wasserständen sehr gerne ans Wasser gehen. Dementsprechend ist es wirklich schwer zu sagen. Es hängt auch echt mit dem Fluss zusammen. Wenn man jetzt natürlich an so einem Schmelzwasserfluss angelt, wie dem Inn oder der Isar oder der Donau vielleicht auch, wo viel Wasser auch aus höheren Lagen reinkommt, was natürlich am Rhein auch so ist, aber bis das mal irgendwo hier in Mannheim ist oder in Wiesbaden, da ist ja davon nichts mehr zu merken, ne? Das ist immer sehr individuell. Das hängt natürlich auch ganz viel damit zusammen, wo können die Fische hin, ne? Also ich würde ja sogar behaupten, wenn lange Niedrigwasser ist, warum sollen die in angrenzende Seitengewässer gehen, wenn dort kaum Wasser unterm Kiel ist? Wenn da natürlich auch tiefe Baggerseen angrenzend sind, kann die Sache ganz anders sein, ne? Also, das ist sehr schwer zu verallgemeinern. Um das Thema jetzt auch ein bisschen rund zu machen und das nicht so offen zu lassen, würde ich wie folgt vorgehen, wenn man die Sache da zum Laufen bekommt, ne? Am Strom und man hat regelmäßig Aktionen, egal ob es Weißfische sind, Waller sind, Karpfen sind, natürlich sind Karpfen am besten, dann würde ich da dranbleiben, bis da nichts mehr geht. So einfach ist das, ne? Bei uns hat sich der Rhein auch wieder normalisiert. Hier Chuck 1992 schreibt auch, bei 7, 8 Grad kann immer was gehen. Das sind auch meine Erfahrungen. Ist halt immer so die Frage, ne? Also ich sage immer, oder wenn ich am Fluss angel, halte ich das immer so, dass ich meistens so lange angel, bis nichts mehr geht. Oder, und das war auch schon häufiger der Fall, deswegen würde ich das auch unterstreichen, dass das nicht heißen muss, dass da bei 5, 6, 7, 8 Grad nichts mehr beißt. Gerade wenn so ein Futterplatz gut gepflegt ist mit gutem Futter, nicht zu viel Futter, aber kontinuierlich und man weiß, wo die Fische abhängen. Aber bei mir war es halt auch oft so, dass ich dann irgendwann im Spätjahr andere Pläne hatte, ne? Mir hat es dann mal gereicht, irgendwie 3 Monate am Fluss abzuhängen und mir die Nächte um die Ohren zu hauen und schlecht zu schlafen und ständig diese Dieselmotoren um die Ohren zu haben, was natürlich geil ist, aber irgendwann dann halt auch mal wieder reicht.
Meistens bin ich dann halt spätestens im November irgendwie dann mal wieder Nebengewässer oder an See gemoved und habe dann da irgendwie die Saison ausklingen lassen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, solange man da Aktionen kriegt, würde ich da am Ball bleiben und davon würde ich es auch abhängig machen. Jetzt kommt hier eine Frage zum Seeangeln. Würdest du im Herbst in Seen, Kiesgruben die Ruten auch mal auf 5 Meter und tiefer ablegen, wenn der Untergrund interessant ist? Tolle Frage, Carpander 97. Würde ich definitiv tun. Also ich habe nach diesem krassen Sommer, als dann gerade so ein bisschen schlechtes Wetter kam, bevor dieser große Regen kam, hier in einem Baggersee bei mir schon auf Wassertiefen zwischen 9 und 11 Metern geangelt. Und habe da auch Sessions gehabt mit 5, 6 Fischen die Nacht. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Und ich habe das einfach mit dem GDM gemessen. Zuerst nicht. Ich habe einfach gedacht, es geht und es ging auch. Und habe dann tatsächlich mal irgendwann gemessen, als so diese ersten krassen Schlechtwetterphasen kamen, wo hier der letzte Mittagstisch war, wo alle gesagt haben, oh, es hat nur noch 12 Grad bei uns. Dann bin ich tatsächlich mal hingefahren und habe gemessen. Und es war wirklich von 1 Meter bis 11 Meter durchgängig, lasst mich nicht lügen, 19,5 Grad, 19,6 Grad. Das ist aber jetzt halt auch schon ein bisschen her, ne? 2, 3 Wochen ist es jetzt her. Ich weiß gar nicht, wann habe ich den letzten Mittagstisch gemacht. Also ganz klar, ne? Also ich angel selten im Herbst flacher als 7 Meter. Aber es hängt natürlich auch mit den Gewässern zusammen, ne? Aber ich angel sehr gerne auf Wassertiefen, sage ich mal, zwischen 7 und 11 Metern im Herbst. Natürlich gibt es auch, der Sascha Emser wird es wissen, natürlich gibt es auch Gewässer, wo man froh sein kann, dass man, wenn man Wassertiefen von 3,5 Meter vorfindet, das sind natürlich dann auch solche Gewässer, die jetzt um die Jahreszeit bei solchen Schlechtwetterphasen unheimlich schnell austrocknen, auskühlen, Entschuldigung. Also Carpander 97, definitiv tiefer angeln. Julian Pirwitz, denkst du, dass die Fische das absterbende Kraut in stark verkrauteten Baggerseen noch fressen oder eher meiden? Ja, also ob die das fressen, das weiß ich nicht. Die fressen auf jeden Fall Nahrung, die da drin steckt. Und ich mag absterbendes Kraut auf jeden Fall sehr gerne. Es sei denn, der ganze See ist voller Kraut, dann suche ich mir manchmal schon auch Bereiche, wo größere krautfreie Bereiche an größere Bereiche mit sehr viel Kraut grenzen, wenn das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann. Aber stellt euch vor, ihr habt einen großen See, der eine Krauthölle ist und man hat da größere Areale auch drin ohne Kraut. Dann würde ich, wenn der Angeldruck das zulässt, dann eben auch auf diesen Bereichen angeln, um die Fische einfach auch aus dem Kraut rauszubewegen zum Fressen. Wenn man natürlich sehr viel Angeldruck hat, wird das nicht funktionieren, weil dann alle auf den krautfreien Flächen angeln. Dementsprechend würde ich dann natürlich mir wieder unscheinbare Spots mitten im Kraut suchen. Aber das ist ja immer dieses Katz-und-Maus-Spiel mit dem Angeldruck. Also das spielt bei mir schon eine große Rolle, wie viel Angeldruck herrscht am Gewässer. Das heißt, also krautige Bereiche sind immer gut. Egal ob Herbst, Winter oder Frühjahr, Sommer natürlich auch. So, dann haut mal noch was raus, was euch interessiert, egal zu was. Ansonsten kann ich mal ein bisschen erzählen, wie es bei mir gerade so läuft. Ich habe gerade einen Chuppi gefangen an einem kleinen Fluss auf 1,80, tiefste Stelle. Ja, Petri, der Carp, wenn du im Herbst einen Futterplatz bis in den Winter aufbauen willst, wann fängst du an zu füttern? Carp W.ARS, Top-Frage. Das kommt drauf an. Also, wenn ich das Gewässer kenne und weiß, wie sich der Temperaturverlauf dort auswirkt. Das heißt, wenn es jetzt einen richtig krassen Temperatursturz gibt, dann kann ich trotzdem abschätzen, wie schnell das Wasser dort kalt wird. Das ist die eine Information, die ich brauche, um mir gegebenenfalls Zeit zu lassen. Letztes Jahr habe ich ja mit Ben, der ja auch gerade hier noch im Live war, habe ich ja diese Baggersee-Session gemacht, wo wir tatsächlich erst Ende November angefangen haben zu füttern. Allerdings haben wir gesagt, das geht auf, weil an diesem Gewässer in diesem Herbst niemand geangelt hatte. Das heißt, wir wussten, da gibt es einen Haufen Karpfen drin, die Bock haben und Hunger haben und diesen Herbst auch noch nicht so oft irgendwie mit einem Rig konfrontiert wurden. Und das ging halt voll auf. Ne? Wir hatten ja selten eine Session unter 5 Läufen und das ging so bis Mitte Januar.
bis wir keinen Bock mehr hatten einfach. Wichtig ist da dann natürlich nicht zu viel füttern, aber kontinuierlich füttern, gutes Futter füttern. Und was bei uns extrem wichtig war, die 4 Routen, die wir zur Verfügung hatten, also jeder 2, möglichst auf unterschiedlichste Plätze, auf unterschiedlichsten Plätzen zu angeln. Und es war ganz signifikant, also es hat sich dann auch beim Angeln erst rausgestellt. Von einer großen Futterfläche sind die dann eher so, ist das dann eher so in kleinere Bereiche übergegangen mit der Zeit. Und es hat sich ganz signifikant herausgestellt, dass wirklich von Woche zu Woche verschiedenste Plätze deutlich besser liefen als andere. Das heißt, am Anfang hatte ja Ben deutlich besser gefangen als ich. Dann hat sich das Blatt irgendwann gewendet, bis irgendwann Ben nur noch gekotzt hat. Und am Ende hat nur noch er wieder gefangen, ne? Und auch den dicksten, da mit 27 Kilo oder was der hatte, oder 27,5. Der ganzen Kampagne quasi. Also es hat sich ständig wieder gedreht und gewechselt. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, wie oft habe ich im Herbst schon mit meinen 2 Ruten stur auf meinem Futterplatz geangelt und habe mich gewundert, dass da nur jede 3., 4. Nacht mal ein Fisch rausläuft. Oder dass es da mal gut und mal besser und mal schlechter lief. Ne? Je nachdem, was es auch für ein Gewässer ist und was für ein Bestand. Und da an dem See, wo natürlich ein relativ guter Bestand drauf ist, wurde uns dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Irgendwie jede Woche waren die Fische in anderen Arealen stärker aktiv. Es gab natürlich auch die Nächte, wo alles gelaufen ist, aber selbst da waren manche Spots sind manche Spots besser gelaufen als andere. Und um jetzt auf die Frage von kapw.ars zurückzukommen. Also wenn das jetzt ein Gewässer wäre, was ich nicht kenne und was ich aber weiß, dass die Temperatur hält. Es ist immer die Frage, wo wohnt ihr? Wenn ich hier an meinen Baggerseen angel, weiß ich, ich kann jedes Jahr, egal wie kalt der Herbst wird, bis Ende November angeln. Meistens ist es sogar bis Ende Dezember. Aber es kann hier jetzt ein Schneesturm morgen kommen und mit dauerhaftem Bodenfrost, ich kann definitiv bis Ende November angeln. Da geht es. Vorher hat die Brühe keine 8 Grad. Und wenn das jetzt so einen milden Verlauf hat wie jetzt, wird sich das wahrscheinlich sogar bis Ende Dezember ziehen. Und so ist es hier an allen Baggerseen, außer vielleicht an welchen, die direkte Verbindung zum Rhein haben. Und wenn dann der Rhein jetzt bei wieder so einer Starkregenphase Hochwasser kriegen würde und irgendwann ist das Wasser halt auch mal kalt, was da aus den Bergen kommt und in den Rhein fließt, dann gibt's da natürlich, dann stürzen die Temperaturen natürlich ab und da kann auch mal die Saison dann Anfang Dezember vorbei sein. Aber wenn das abgeschottete Baggerseen sind, halten die relativ lange die Temperaturen. Noch krasser ist es an den Gewässern, die aktiv gebaggert werden, weil die das ganze Jahr über keine Sprungschicht haben. Und da kann man wirklich sagen, dass die Temperaturen noch länger halten, weil die schon im Spätsommer diese 20, 22, 23, 24 Grad bis auf 20 Meter runter haben. Und dementsprechend ist es eine Warmwassermenge in diesen tiefen Baggerseen, die aktiv gebaggert werden, die unfassbar ist. Ne? Und da kannst du meistens locker bis Ende Januar, wenn nicht sogar bis in Februar rein angeln, je nachdem wie der Winter halt auch ist. Ne? So, und jetzt die Frage abzuschließen, wenn ich jetzt ein Gewässer vorbereiten würde, in dem ich lange angel, hängt es A davon ab, wie schnell kühlt das Ding aus. Wenn ich weiß, das kühlt schnell aus, fange ich definitiv im September schon an. Ansonsten kann man sich auch damit ein bisschen Zeit lassen, sofern man keine angelnde Konkurrenz hat. Wenn ich noch 2 Kollegen am See sitzen habe oder andere Karpfenangler, die im September anfangen, ihren Platz zu füttern und das akribisch machen, und das müssen gar nicht mal große Mengen sein, aber die den schön kontinuierlich am Leben halten, auch nicht zu viel drauf angeln, und ich komme da erst Ende Oktober oder im November dazu, dann kann wirklich der Zug schon abgefahren sein, ganz klar. Wenn ich alleine bin, geht das noch. Weil die Fische haben Hunger, aber man muss da auch ein bisschen Zeit mitbringen. Viele füttern dann einmal und wundern sich, dass da im Spätherbst nichts mehr geht. Also die Fische bewegen sich natürlich auch langsamer, auch wenn sie noch fressen, natürlich parallel zu den abnehmenden Wassertemperaturen. Der späteste Zeitpunkt, um einen Futterplatz in einem Stausee für den Winter anzulegen, ist meist empfehlenswert oder muss es was Reichhaltiges wie Bäulich sein. Also Nico, wo liegt der Stausee? Ist schon mal das Allerwichtigste. Also wenn du da irgendwo im Harz bist oder irgendwo an der Bleilochtalsperre in Thüringen, dann würde ich schleunigst jetzt anfangen zu angeln oder zu füttern. Weil die Dinger kühlen halt auch schneller aus, weil die oft halt auch in höheren Lagen sind. Da fließen kalte Bäche rein, Flüsse, wie auch immer.
Mais würde ich nicht benutzen, außer Dosenmais, der ist sehr verträglich. Ich würde auf wenige gute Boilies setzen und die kontinuierlich füttern, in im bestmöglichen einem Areal, wo ich weiß, wo die Fische sind. Das kann natürlich, wenn man da jetzt natürlich an einem Stausee angelt, der irgendwo in wärmeren Gefilden ist, wo ich aber nicht weiß, entlang des Rheins oder irgendwie entlang des Mains, da gibt es ja eigentlich keine Stauseen, ne? Also da bräuchte ich ein paar nähere Informationen, Nico. Aber es ist wie in jedem Gewässer. Wenn ich in einem Stausee weiß, wo die Dinger stehen, wenn ich da irgendwelche Bäume drin liegen habe, dann lohnt es da immer auch mal zu angeln vielleicht. Aber einen Futterplatz aufzubauen an einem Stausee, der wahrscheinlich irgendwo in Mitteldeutschland liegt, wo es ein bisschen kühler ist, da würde ich mich jetzt ranhalten. Welche Attraktoren-Boilie ist deiner Meinung nach ein Muss? Fragt at.carp. Gute Frage, schwierige Frage. Ich mag Bierhefe sehr gerne, aber ob das jetzt ein Muss ist, für mich dann wahrscheinlich immer noch so ein potenzieller Anteil Fischmehl und Fischprotein. Aber was ist ein Muss, wenn ich an einem See fütter, wo keine Boilies reinfliegen, fängt wahrscheinlich alles, solange das gut verdaulich ist und den Fischen schmeckt. Ne? Also da tut es dann auch ein Kohlenhydrat oder Birdfood Boilie. Immer das Kraut bevorzugen, wo die meiste Nahrung ist. Nick, das ist so eine schwierige Frage. Also ich angel nicht da, wo die meiste Nahrung drin ist. Ich angel dort, wo ich die Fisch vermute. Und wenn man jetzt wenige Plätze mit Kraut hat, sind das Indikatoren. Wenn überall Kraut ist, muss man gucken, wo springen die Dinger, wo sind coole Spots. Weil oft ist überall in dem Kraut relativ viel Nahrung drin, wenn viel Nahrung drin ist. Auf was für Boilies setzt du im Herbst? Plattwurm sehr gerne, aber auch P-Mix. Ja. Plattwurm sehr, sehr gerne. Im Herbst lieber fischig oder süß? Kurze Antwort, fischig. Genau, Sascha Emser schreibt auch, der ist an einem Krautloch unterwegs, 2 Meter tief, kühlt ruckzuck aus zurzeit, glaube ich. Da ist ja auch nicht viel Luft, was das Ding warm hält. Ne? Hatten das was mit Mond und Luftdruck zu tun? Mond und Luftdruck, Dennis Terford, das war das letzte Thema. Welche Sachen kann man in den Pasta tun, wenn Teig verboten ist? Also in dem Gewässer, wo Teig verboten ist, da würde ich glaube ich nicht angeln, Julius. Dann angeln da mit Boilies, nicht mit Pasta. Ist auch verboten. Dann weiß ich auch nicht. Nur Lebendköder. Ah, okay, vielleicht so ein Forellenbach oder sowas. Ah ja, dann angeln halt mit Regenwürmern oder mit Krebsen. Ah ja, aber schwierig. Anderes Gewässer angeln. Bist du in Wallau? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich angeln bin. Obwohl das Wetter eigentlich echt Messewetter ist. Ne? Bei dem Hochdruck geht, glaube ich, eh nicht zu viel. Auf welche Boilie setzt du im Herbst? Habe ich schon beantwortet. Plattwurm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe mit Plattwurm so viele geile Sessions im Herbst gehabt, wo das lief und lief und lief und lief. Deswegen angeln ich den sehr gerne. Was halt wenige wissen, ich sage es immer wieder, also manche werden es schon wissen, aber nicht alle. Der Plattwurm ist ja 1:1 der GLM-Boilie, nur eben mit dieser Plattwurm-Komponente drin noch. Das mögen sie schon ganz gerne scheinbar. Ich mag es auch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ihr das mögt. So, alrighty, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich glaube, irgendwie die Fragen, die heute kamen, hab ich ziemlich intensiv beantwortet. Und jetzt bräuchte ich nur noch mal vielleicht ein bisschen Input für eine letzte tiefergehende Frage. Und dann sind wir auch schon wieder durch und dann würde ich auch mal nochmal ins Wasser fahren heute Abend. Für ein paar Stündchen, die Sonne scheint so schön. Die Jenny oder Johnny87 fragt, ob man im Herbst flach oder tief angeln soll. Johnny, das musst du konkreter stellen, also keine Ahnung. Also ich angel jetzt gerade noch so ein bisschen im Fluss rum, da angle ich so zwischen 4 und 6 Meter und ich angel im See, da angel ich zwischen 7 und 11 Metern. Aber wenn du natürlich einen See hast, der maximal 5 tief ist, dann werden 3 auch nicht zu tief sein. Also danach würde ich nicht gehen. Das sind so Fragen, wo man... Du musst ja einfach echt schauen, wo sind die Dinger, wo ist die Sprungschicht. Genau, schreibt der Dennis ja auch. Und Rheinkarpfen, Platzwahl bei diesem schwankenden Wasserstand. Also, gute Frage, Bebon. Aber das ist halt das. Also entweder man hat jetzt am Rhein zu dieser Jahreszeit
die Erfahrung in der Tasche, dass man weiß, in diesen Außenkurven oder in diesen Einfahrten oder in diesen Verbindungsgewässern sind Fische oder sind immer Fische und dann angle ich dort, völlig unabhängig vom Wasserstand. Oder ich fange jetzt erst an, dort die Fische zu suchen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man da jetzt Mitte Oktober noch anfängt, ohne eine zündende Idee oder ohne, dass man irgendwo beim Blinkern oder eine Info von jemandem bekommen hat, wo Fische sich zeigen, wo Fische springen, wo Fische gefangen wurden in der Vergangenheit. Ach, ich glaube, da würde ich mich lieber an den See setzen und mein Leben genießen. Weil man kann das immer probieren, aber am Rhein gibt es so viele Plätze und Verbindungsgewässer. Und viele geile Plätze sind, muss man auch leider ausschließen, weil dort zu viel Fußvolk ist. Dass man dort gar nicht jetzt irgendwie, das lohnt, sich was vorzubereiten. Also jetzt um die Jahreszeit sollte man bei dem Wasserstand, wir haben jetzt Normalwasserstand mit fallender Tendenz, da würde ich mich irgendwo in die Außenkurve setzen, würde gucken, dass meine Bleier dort liegen bleiben, dass das funktioniert, das ist immer das A und O. Oder irgendwo eine Hafeneinfahrt, wo tiefes Wasser ist, oder eine Einfahrt zum tiefen Baggersee oder zu einem Verbindungsgewässer, einem ausgebaggerten. Da sitzt man jetzt sehr richtig. Und dann kann man auch natürlich auch ein bisschen variieren, dass man eine mal ein bisschen am Einlauf angelt, die andere ein bisschen weiter hinten rein. Was geht mit Jan sessionmäßig? Ja, da steht noch was aus, mal gucken, ob das klappt. Könnte sich tatsächlich in Kürze was ergeben. Ha, Marco Schreiber schreibt, ich sehe geschafft aus, sehe tatsächlich geschafft aus. Es liegt aber auch daran, dass ich gerade viel Arbeit habe und keinen Instagram-Filter anhabe und heute irgendwie direkt vor Mittagstisch erst Feierabend gemacht habe. Das heißt, es war ein sehr langer Tag heute, irgendwie von 7 Uhr bis jetzt um 6. Aber ja, ihr kennt das. Ja, Raphael Hillinger, vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich natürlich zu hören, dass das hier gefällt. Und mich freut natürlich auch hier die Zugriffszahlen zu sehen. Vor allem, wenn man hier so spontan so eine Session ankündigt. Backleads im Fließgewässer, kommt drauf an. Wenn du einen Schleusenbereich hast und das mit der Schifffahrt hinhaut, kann das funktionieren. Flavor NHL, setze nur auf die Farbe. Ich setze meistens nur auf die Farbe. Außer ich habe sehr wenige Weißfische, dann pimpe ich die auch gerne mal mit so einem Bait-Booster-Spray, aber ist nicht relevant. Waldhof oder Laudern? Die Frage kann ja jeder hier selbst beantworten. Waldhof natürlich. Ihr könnt auch mal Ureich oder Rothaus fragen, bin ich für Ureich. Fischst du die Murmeln vom Jan? Ja, angel ich. Ich habe auch schon jahrelang selbst gerollt, aber ich angel sehr gerne. Ich habe da totales Vertrauen da drin. Und gute Erfahrung gemacht und bin eigentlich froh, mir um Köder keine Sorgen machen zu müssen. Also nicht, was die Beschaffung angeht, sondern um, was die Qualität angeht. Genau, der Woody hat hart geplankt am Rhein, ist auch nicht einfach zur Zeit. Was viele halt unten unterschätzen auch, um das jetzt mal noch zu Ende zu bringen, was viele auch unterschätzen, ich habe das auch mit einem Kumpel jetzt gehabt, letztes Wochenende, super vorbereiteter Platz, 6-mal gefüttert, 5-mal gefüttert. Wir waren uns sicher, dass das Futter liegen bleibt, Weißfischaktionen hielten sich, waren da, aber hielten sich in Grenzen. Trotzdem keinen Karpfen gefangen. Auch irgendwelche Springseen, trotzdem nichts gebissen. Aber man darf halt auch nicht unterschätzen. Warum soll denn ein Karpfen im See bei Hochdruck Scheiße beißen? Und im See soll er und im Fluss soll er beißen wie wild. Also man darf nicht vergessen, diese Flussfische sind mitunter auch sehr, sehr verwöhnt. Die haben Nahrung im Überfluss und man muss von diesem Gedanken wegkommen, dass das irgendwie, dass die alles fressen, dass die immer fressen und dass die, sobald man da einen Boilie reinwirft, springen wie ein Delfin. Nebel ist mir egal, wenn ich im Herbst auf Futter angel, dann gehören Nebelnächte dazu, beißt tendenziell, aber eher kleinere Fische und eher weniger, weil es oft mit Hochdruck einhergeht. Hast du schon mal unter der Sprungschicht geangelt? Ja, keine guten Erfahrungen gemacht. Aber muss nichts heißen. Definitiv bleiben manche Fische das ganze Jahr im Hauptstrom, Christian Rowski. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das aufteilt. Also, dass du das ganze Jahr im Hauptstrom fahren kannst, aber auch im Verbindungsgewässer. Und je nach Wasserstand verschiebt sich da die Mehrheit so ein bisschen. Was macht den Ballattwurm-Boilie aus? Den fressen sie unheimlich gern. Der ist unheimlich wasserlöslich und super verdaulich. Hat einen guten Fischmehlanteil, hat GLM drin, hat Blattwurm drin.
Bierhefe, glaube ich, auch, Fischprotein. Was soll ich sagen? Ich angel halt mit dem Zeug, wo ich Bock drauf habe und was gut fängt. Genau, Rhein stirbt momentan im Rhein stirbt momentan viel Kraut ab. Das macht natürlich das Angeln sehr, sehr anspruchsvoll. Und 7-mal Plenkheim gefahren, das ist Rhein vom Feinsten. Ja, ja, aber ich meine, es ist ja auch großer Hype momentan, im Rhein zu angeln. Ne? Hätte ich jetzt vor 3 Jahren hier diesen Talk gemacht, hätte ja niemand am Rhein geangelt. Deswegen, also man kann jetzt auch nicht nur, weil das gerade so ein bisschen in wird, am Rhein zu angeln, davon ausgehen, dass es ein Kinderspiel ist. Aber man sieht immer wieder Angler, die sich der Sache annehmen und dann früher oder später auch zum Erfolg kommen. Alright, damit würde ich das mal schließen. Ich würde jetzt auch mal Feierabend machen. Sag, Peace geht raus. Und nächste Mal muss ich mir hier so einen Filter drauf machen, dass man hier diese Falten dazu sieht. Ich sehe echt aus wie so ein Fernfahrer, der gerade von Barcelona nach Budapest gefahren ist. Okay, alrighty. Peace geht raus, danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.